Ja, das safe irgendwas, wo kalt ist. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie Türkei im Kopf. Ich weiß auch nicht, wo. Oder hab ich da gehört. Der Türke in ihm. Ich glaube, der ist aus Italien. Aus Italien? Er sagt irgendwas, wo es kalt ist. Italien. Ja, nee, da habe ich auch was gehört, glaube ich. Jo, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Fokus-Kanal. Mit dabei sind heute Büschra, Lara und Kuba und Robin natürlich. Und wir machen heute ein Weihnachtsquiz. Yes, und wir machen es wieder in Teams. Dullen und Kuba gegen Büschra. Ja. Ich habe den Deutschen bei mir im Team. Let's go. Alles gut, Büschra. Ich bin auch hier. Ich bin katholisch. Wir alles machen gut. Das. Lara, wir machen das. Ah. Wer fängt an? Die Mädels natürlich, ne? Ja, klar. Die Mädels fangen an. Achso, es ist wieder, ne? Wenn ihr verkackt, können die anderen abstauben und kriegen die Hälfte der Punkte. Ja. Wollen okay. Wir... Weihnachtsfilme machen? Ja, gib mir 400, komm. Ja, Weihnachtsfilm 400. Ja. Jalla. Ja. Weihnachtsfilme 400. Ich hör so rein, kann ich mal. Wow. Okay. Nein, nein! Wie heißen die Bösewichte aus Kevin allein zu Haus? Hast du einen Namen oder müssen wir die selber so herausfinden? Hast du keinen. Nee, ihr müsst selber. Wie? Nee. Du, gib mir doch jetzt bitte ein Ab. Ja, aber 400 auch nicht. Scheiße. Fuck. Das ist echt hart. Wenn ich es hören würde, dann wüsste ich. Same. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, Crack, ich weiß, so. Wie die aussehen, ja, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Gar kein Plan. Nee, da bin ich raus. Tut mir leid, ja, das war ein absoluter L-Take von mir. Hätten wir nicht auf diese 400 gehen sollen. Holy shit. Okay, dann Dullen und Kuba abstauben. Weißt du, Kuba? Nee. Ich habe tatsächlich den Film nie gesehen. Oha. Ich habe ihn geschaut. Die zwei schmierigen Säcke. Ich ja, die. Mann. Sehr gut. Und dann diese Szene, wo die das Bügeleisen ins Gesicht kriegen. Kennt ihr das? Ja. Ich kenne diese eine Szene, wo so ein Strom bekommt. Ja. ich weiß es nicht. Ich weiß den Namen nicht tatsächlich. Ich hab's eh nichts mit dem Namen. Ah, bin ich auch raus. Kann ja, nee, nicht also bei Namen bin ich halt komplett raus. Okay, dann löse ich auf, ja? Ja, vielleicht sollten wir aber trotzdem mal raten. Sagt irgendein Korn. Ich sage. Ich hab gar keine Ahnung. Ja, wir schreiben schon vorbei. Ja, du bist schon vorbei. Ich rede mit Dullen. Dullen. Ja, du hast sie doch geguckt. Irgendwas. Was ist so ein schwieriger Name? Ich hab auch gerade daran gedacht. Ein schwieriger amerikanischer Name. Ich weiß ja nicht mal, wie die aussehen. Du weißt nicht, wie die aussehen? Der eine ist so wie, keine Ahnung, nee, der eine ist so ein bisschen korpulenter und der andere ist so dünn und ein bisschen dumm. Bevor ich mich hier blamier, ist es over. So okay. Also beide sind eigentlich dumm. Ja, keine Ahnung. Okay, also ich hätte Harry und Marv gelten lassen oder die feuchten Banditen hätte ich auch gelten lassen. Die feuchten Banditen. Was ist denn jetzt los? Sass. Harry, er sagt auch immer Harry. Oh, scheiße. Ja, ich kenn's. Ja. Hey, hätte ich eine Hälfte Punkte gegeben. Okay, nevermind. Okay, dann Kuba und Dullen. Was haben wir denn da? Ich sag dir ehrlich, ich glaube, bei Filme bin ich raus. Bei Filme, Weihnachtslieder. Lieder können auch krachen. Was sind Weihnachtstrivia? Was ist das? Das sind so Allgemeinwissensfragen. Ja. Weißt du, Allgemeinwissen kracht bei mir meistens. Ja, könnte ich punkten. Ja, dann mach du das. Wollen wir die 400 da wegmachen? Boah, weiß ich nicht. Lass erstmal schauen, wie die Fragen sind. Geh all in. Nein, wir gehen mit 200. Wir schauen erstmal, wie krass die Fragen. Mach mal 200. 200, okay. Die sind wahrscheinlich je nach Punktzahl. Aus welchem Land kommt der Nikolaus? Aus welchem Land der Nikolaus? Weißt du es? Nee. Aus, Wie, aus welchem Land? Der Türkei. Türkei? Ja. Dullen einfach schon? Das war niemals Türkei. Ja, ihr müsst euch einigen. Nein, Also das gibt wirklich Türkei. Eine Antwort darauf. Der ist ja, es erfunden. Gibt eine Antwort. Ja, Türkei. Der ist doch erfunden, wie kannst du da eine Antwort geben? Ja, aber auch die Erfindung muss ja aus irgendeinem Land kommen. Das ist ja voll der Quatsch. Seid ihr euch sicher? Also nehmt ihr Türkei oder nicht? Ja, es ist eh nicht Türkei, aber ich hab keine. Warte. Ich weiß, oder mach du einen besseren Call, ich weiß es nicht. Das safe irgendwas, wo kalt ist. Ich weiß nicht warum. Ich hab irgendwie Türkei im Kopf. Ich weiß auch nicht. Oder hab ich da gehört. Der Türke in ihm. Ich glaub, der ist aus Italien. Aus Italien? Er sagt irgendwas, wo es kalt ist. Italien. Ja, nee, da hab ich auch was gehört, glaube ich. Also, echt? Also, was nehmt ihr? Dann geh. Boah. Ich weiß, ich bin der Kopf nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Was ist das für Kauf? Ich sag jetzt, das ist doch safe, nicht Türkei. Macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, dass ein Türke fucking. Das ist doch niemals Türkei. Ich hab irgendwas gehört. Boah, da war jetzt der Weihnachtsmann, ich weiß es nicht. Ja, das ist der doch. Also komm, ich brauche Antwort. Wir gehen mit Türkei. Ja?
Ja. Stark. Ja, das ist sogar richtig. Ja! Nein! Nein! No! Da kommt das ja heute die Türkei. Ist so dumm, Mann. Wieso weißt du das? Das wäre so geil gewesen, wenn sie jetzt nicht Türkei genommen hätten, Mann. Ich hätte... Oh, scheiße. Kuba, nein. Wieso weißt du das, Kuba? Ich mache. Wieso weißt du das? Das weiß jeder Türke. Türken. Das weiß jeder Türke, dass der Nikolaus aus der Türkei kommt. Ja, wenn ihr wisst, wie wir das früher immer... Wie wir damit angegeben haben. Der Nikolaus kommt aus der Türkei. Er ist okay. Okay, dann cool. Nächste Kategorie, Lara Büschler. Wollen wir mit Weihnachtstrivia 100 gehen? Ja. Ja. Weihnachtstrivia 100. Welche Firma hat den Weihnachtsmann erfunden? Welche Firma den Weihnachtsmann erfunden hat? Ja. What? Das einfach. Türkei. Ey, ich hab da auch einen Call. Ich weiß nur, welche Firma die Barbie erfunden hat. Welche war aber nichts. Das glaube ich dir, Lara. Vielleicht ist es dieselbe Firma. Meinst du? Was Mattel? Ist denn hier? Wie? Mattel. Okay. Ja, aber nee, die haben ja nicht den Weihnachtsmann erfunden. Was hat denn der Weihnachtsmann mit der Keine der Ahnung. Ach, scheiße. Ja. Ich hab keine Ahnung. Abstauben. Ja. Ja, wollt ihr was raten? Wartet doch mal. Vielleicht hat Lara eine Idee. Entspannt euch mal. Tick-tack. Vielleicht ist es ja Mattel. Ja. Ja, es ist Mattel. Ist das eure Antwort? Ja. Ja. Nee, ist falsch. Schade. Danke, okay. Robin. Dann Dullen und Kuba abstauben. Ja. Coca-Cola, oder? Coca-Cola, aber es ist ja, würde ich eigentlich normalerweise auch sagen. Puh. Coca-Cola, ja. Durch die ganze, Digga, als kleines Kind hast du immer die Werbung bekommen. Aber Coca-Cola ist doch die Marke, oder nicht? Nee, doch, das ist richtig. Das ist das richtig? Okay, ja. Dann machen wir das. Das macht Sinn. Ja. Ja, aber Coca-Cola richtig. Hätte ich auch genommen. Ja, ist perfekt. Ja. Okay, sorry. Nice. Stark. Okay, dann wieder Kuba und Dullen. Okay. Wollen wir dann auch direkt hier weiterbleiben und auf die 400 ja, gehen? Ja, auch, ja. Dann gehen wir mit der 400, auf geht's. Ich fühle mich gerade ein bisschen confident. Was ist das beliebteste Essen der Deutschen zu Weihnachten? Dillen, das bist du jetzt. Ja, es gibt so diese Klassiker, ne? Mhm. Also Raclette gibt's, dann ist Fondue auch Klassiker oder so krass deutsch ist so Würstchen mit Kartoffel. Und Sauerkraut wahrscheinlich. Ja, aber... Gibt's da, ist es ein Gericht oder ja, gibt's da vieles? Gibt ja vieles. Was, gibt's da nicht mal so ein Hühnchen auf dem Tisch oder sowas? Nein. Ein Döner. Ich glaube, das weiß ich. Döner gibt's auf dem Tisch. Ein Döner. Der Döner-Teller. Das ist ja langweilig. Aber warum ist das die 400er Frage? Das ist voll unfair. Ist echt so. Ja, da musst du jetzt nachziehen. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist eins von den drei auf jeden Fall. Sonst bin ich schockiert. Aber was nimmst du von den dreien? Ja, das muss ich überlegen. Sowas, was einfach auch bekannt ist. So mega... Also krass deutsch ist halt schon dieses Würstchen mit Kartoffeln, also komplett. Aber ist halt die Frage, wie viele das machen. Können wir gehen, wenn du sagst. Ja, log ich ein. Also Würstchen mit Kartoffeln? Ja. Ja, Würstchen mit Kartoffelsalat, also ich lass gelten, ja. Boah, wow, geil. Oh, ich glaube die anderen drei, also du hast die Top 3 gesagt. Das war halt... Sehr geil, nee, Alter. Also, das ist halt geschenkt, ne? Das ist halt geschenkt. Ja, nee, ist geschenkt. Nee. Also, das ist halt die 100er Frage. Ich bin dafür, dass wir jetzt die Hälfte davon kriegen. Ja. Ja, sowas gibt's hier nicht. Okay, dafür dürft ihr eine neue Kategorie aussuchen, ey. Wow, yay. Wie wär's mit Weihnachtsfilm mit 100? 200? Sicher? Ich bin da ein bisschen raus, ne? Dann 100. Ja, okay, komm. Weihnachtsfilme 100. Was bekam Harry Potter im ersten Teil zu Weihnachten geschenkt? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Harry Potter geschaut. Das ist der Fehler. Du hast was. Das gegen ist schon. Mich. Ja, ja. Das weiß ich doch nicht. Digga, im ersten Film, weißt du, war das letzte Mal, ich den ersten Film geguckt habe? Mama, ich bin gerade in der Fokusaufnahme. Anne, nein! Hallo! Anne, schon. Ja, ich sehe ja für dich. Frag mal deine Mama, vielleicht weiß sie das. Ich wollte es auch gerade sagen. Mama, wenn ihr bitte mir seht. Ich hab wieder Razzia von der türkischen Mama. Ja. Wie Weihnachtsküsse. Oh mein Gott, Alter. Ich muss die gleiche Wohnung sauber machen. Anne! Stark. Diese Frau, ne? Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Ich muss, warte, lass mich überlegen. Lass mich überlegen, ratet irgendwas. Ja. Hat doch irgendeine Scheiße bekommen zu Weihnachten. Socken. Ich glaube nicht mal Socken. Ein Pulli. Ja, ich gehe mit Pulli. Ein Strickpulli. So einen richtigen Weihnachtlichen so Strickpulli. Okay, ja. Das Ding ist jetzt, ich lasse es gelten, weil er hat auch einen Pulli bekommen, auch wenn ich das nicht wissen wollte. Weil der hat da seinen Tarnumhang bekommen, aber der hat auch von Rons Mutter so einen Pulli bekommen, deswegen ich gebe euch mal die Punkte. Ja, ist easy. Komm, lass mir Geld. Socken hätte ich nicht gewusst, zum Glück habt ihr Pulli gesagt. Okay, dann Dullen und Kuba wieder. Serien und Lieder bin ich halt auch völlig raus, ne? Also ich schaue. Ja, Serienplan? Wahrscheinlich nicht. Ich guck generell gar keine Serien oder keinen Fernseher oder sowas.
perfekt. Ich bin da völlig raus, ich guck nur. Der Mann spielt nur Valorant. Valorant, ja. Das ist ein bisschen schwierig. Aber wir können mal mit der 100 anfangen. So langsam antasten. Bei den Serien, ja, würde ich sagen. Dann nehmen wir die. Wie viel steht's gerade überhaupt? 650 zu 100. Oh mein Gott. Lara, wir müssen also reinhauen. Da haben wir noch ein bisschen Puffer. Das passt. Serien 100. Ja, dann nehmen wir die. Wie heißt der Bösewicht von Weihnachtsmann und KKG? Oh, das weiß ich. Woher weißt du? Ich wusste, dass ein Weihnachtsmann und KKG-Frage kommt. Ich wusste. Ich weiß es. Ich hab's nicht damit. Oh mein Ich glaube, ich weiß es. Wie heißt, sag mal? Grantelbart? Ja, das ist der, oh mein Gott. Ja, stimmt. Hier gibt's jetzt Zusatz, ihr könnt doppelt oder nichts machen und ich stelle euch noch eine Frage dazu. Oh. Nein, wir gehen auf safe, wir gehen auf safe. Nee, wir nehmen wir safe, können schon fast gar nicht mehr. Meine Eier, okay. Okay, dann 100 Punkte für euch. Doppelt oder nichts wäre gewesen, schlau, wie dem sein Gehilfe heißt. Hättet ihr gewusst, ne? Der hat einen Gehilfen? Ja, der hat noch mal zwei gewesen. So einen kleinen Elf da. Okay, jetzt nicht gewusst. Gugor. Guter Call sogar. Ja, okay. Dann Lara Beschreier. Lara, such raus. Wollen wir die Filme wegmachen? Also ich bin mir sicher, also ja, wenn Robin da nicht Grinch genommen hat bei irgendeinem Film. Dann ist ein bisschen lost, ne? Dann ist ehrlich lost. Also ja, komm, Robin, dann 200 ist lost. Weihnachtsfilme. Aber 200 Weihnachtsfilme. Ja. Mit wem oder was lebt der Grinch im Animationsfilm Der Grinch zusammen auf einem Berggipfel? Mit dem Hund Max. Dem Hund Max, ja. Ja. Damn. Sehr mein Lieblingsfilm. Gut. Boah, was deine Prediction auch. Ja, ne? Wir kaufen bei Thalia richtig viel Grinch-Merch zu Weihnachten. Echt? Ja, richtig viel. Ich hab den Film nie gesehen. Ich liebe den Film. Müsst ihr schauen. Guter Film. Ist cool. Okay, dann wieder Kuba und Dullen. Ich weiß ja nicht, was bei Serien noch für eine Serie kommen soll, außer die. Dann, wenn du da nicht viel Plan hast, hast du mehr Plan bei den Lina? Wenn du bei den Lina ein bisschen mehr Plan hast, dann machen wir... Ja, dann lass Lina machen. Ja, dann gehen wir mit Lina. Vielleicht fangen wir an mit der 200. Ja, 200. Lina 200. Was ist der meist gestreamte Weihnachtssong? Merry Christmas. Was? Ne, safe Last Christmas. Ja. Ah, Last Christmas. Ja, das safe, oder? Gave you was ist das für eine Frage? Ja, würde ich würde damit gehen, oder? Ja, doch. Ja, lass das nehmen. Also, was nehmt ihr? Mit Merry Christmas habe ich eigentlich auch Last Christmas gemeint. Nee, ist falsch. ist falsch. Was? What? Dann Lara Büscher, Abstauben. Ich weiß es nicht. Es könnte auch All I Want for Christmas. Oh ja, stimmt, das ist es. All I Want for Christmas is you. Ja, damit gehen wir. Ja, stimmt. Nein. Mann. Aber es waren die zwei Songs, ne? Das waren die zwei Songs. Die zittern schon. Ja, safe. Oh yeah. Wie viel steht's? So hat Mariah Carey. 750 zu 400. Wir müssen die 400 knacken. Wir holen auf. Wir müssen die 400er knacken, Bro. Ganz schnell aber. Dran, ne? Okay. Wollen wir mit Weihnachtsliedern 400 gehen? Ja, wollte ich auch gerade kommen. Ja, okay. Oh nein. Das wusste niemals. Echt? Ah, scheiß auf dich. Geil. Sido verteilt im Outro seines Weihnachtssongs Geschenke. Peter bekommt neue Treter, Frank kriegt seinen Job bei der Bank, aber was bekommt der dicke Hagen? Das muss ich auf Hagen reimen. Einen neuen Wagen? Nichts. Nichts? Ja. Das ist die Fangfrage, ich schwöre, das ist nichts. Warum hat Sido auch ein Weihnachtslied? Ich wusste nicht, dass Sido ein Weihnachtslied. Den kenne ich sogar, ja, ich kenne ihn sogar. Ich kenne den auch. Sagst du nichts, Lara? Okay, lese nochmal vor, Robin. Sido verteilt in seinem Outro seines Weihnachtssongs Geschenke. Peter bekommt neue Treter, Frank kriegt seinen Job bei der Bank, aber was bekommt der dicke Hagen? Gibt's überhaupt den dicken Hagen da? Jetzt bräuchte mich der Strobel. Also entweder das ist ein neuer Wagen oder es gibt's nicht mal. Haken auf Wagen? Hagen. Der dicke Hagen. Der dicke Hagen. Aber warum denn? warum ist er dick? Ja, warum ist er dick? Ist fies. Ist bestimmt. Ich sag, der bekommt nichts. Ich glaube, den gibt's nicht mal. Ja, also ist eure Antwort nichts. Ja. Nee, stimmt nicht. Was kriegt er? Okay, ja, dann abschauen. Abschauen, warte mal. Dylan. Weißt du? Ja. Hast du was? Nein, du? Ja, dann lass mit Wagen gehen. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, wir gehen mit Wagen. Nee, Wagen auch nicht. Nein. Er bekommt einen verkleinerten Magen. Noch. Oh mein Gott, ich hab sogar einen Magen. Jetzt macht das Sinn mit dem Deswegen dicken. Ist er ja auch dick. Body-Shame. Ja, deswegen hab ich dir gerade noch gesagt, warum ist er dick? Das ist so ein Body... Der arme Das ist Kunst, Mann. Das ist... Egal, die 400 sind weg, das ist gut. Genau. Okay, dann... Ich sag jetzt, wenn wir Serien 400 nehmen, können die ja maximal 200 bekommen, weißt du? All in, sagst du? Ja. Und wir wissen das ja eh. Ja. Okay, was bekommt Sheldon von Penny zu Weihnachten,
wodurch er sie das erste Mal in der Serie umarmt. Oh mein Gott, ich habe das sogar letztens geguckt. Bitte, nein, Dylan, ich habe keinen Plan, wovon wir reden. Was? Big Bang Theory, ne? Ja, Big Bang Theory ist die Serie. Oh, ich überleg grad. Ich bin da raus. Lara, da bin ich auch raus, ne? Ja, du, ich auch. Ich habe das sogar echt letztens geguckt. Kannst du die Frage das vielleicht nochmal vorlesen? Das muss irgendwas richtig Dummes sein. Was bekommt Sheldon von Penny zu Weihnachten geschenkt, wodurch er sie das erste Mal in der Serie umarmt? Ich hätte es auch nicht gewusst, aber die Szene hatte ich auch noch im Kopf, wie er sie umarmt. Ja, wahrscheinlich ich auch, gerade. Ja, ich weiß nicht was. Ich sag dir echt, wenn du's, also da kommst du nicht auch nicht durch Raten drauf. Ja. Ist schon sehr speziell. Ja. Das muss irgendwas mit Physik oder so safe. Irgendwas richtig random. Also was ist dein Call? Keine Ahnung. Nee, ich hab keine Ahnung. Nix, ja, loslassen. Okay, Lara Büscher? Habt ihr eine Ahnung? Keine Ahnung. Irgendeine Miniatur von dem Sonnensystem oder so? I don't know. Wollt ihr das als Antwort nehmen? Ja, komm. Ich hab wirklich null Plan. Vielleicht auf irgendein Videospiel oder so? Ja, oder so, keine Ahnung. Ja, beides falsch. Eine Serviette von Leonard Nimoy. Das ist, glaube ich, der Schauspieler stimmt. Von Spock oder so. Ja. Warum sollte man eine fucking Serviette schenken? Dann Lara Büscher. Ja, Weihnachtslieder 100. Oder ja. Willst du direkt? Ja, okay. Weihnachtslieder 100. Wer ist der Interpret des Songs Last Christmas? Bam. Ja, richtig? Ja. Okay, dann Weihnachtsserien 200. Okay. Was schenkt SpongeBob Thaddäus zu Weihnachten? Oh, ich glaube, ich weiß es sogar. Ich glaube, ich weiß es auch. Eine neue Klarinette, I don't know. Ja, das ist ein Stein, keine Ahnung. Stein? Nein, das würde dann Patrick machen, glaube ich. Ja. Warte mal. Ich bin durch und durch eigentlich SpongeBob-Watcher, aber... Echt? Boah, ich meine, ihr habt eh schon gewonnen, ne? Ich dachte nur Musti und Dull. Musti und Elders. Ja, Musti wüsste safe die Antwort. Ja. Musti wusste schon mal eine SpongeBob-Frage nicht. Echt? Ja, bei der Dümmste fliegt. Stimmt, ja. Oh, keine Ahnung. Welche Zeichentrickfigur ist sauer, weil sie ihre eigene Stirn nicht sehen kann? Oh, was sieht das jetzt denn? Eigentlich du selber. Weiß ich nicht, Digga. Ich hab keine Ahnung. Du, weiß ich nicht. Mickey Mouse. Patrick. Wer? Best? Patrick. Von SpongeBob. Dein Bruderherz. Oh mein Gott, mein Bruderherz. Ich würde jetzt einfach sagen: eine neue Klarinette. Einfach. Ja, das Klarinette nennen. Ja, stimmt sogar. Ja, ist gut. Oha, das hätte ich auch gesagt. Ja, okay, dann 950 zu 500. Geil. GG's. So, Freunde, das war's mit dem Weihnachtsquiz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und gerne ein Abo da. Macht's gut. Ciao und schöne Weihnachtszeit.